Komm. Du da! Ist das ein Magi-Abzeichen? Komm her! Bitte, ich bin schwach! Rette mich von hier! Ich kenne alle Geheimnisse von Gizeh! Ich verrate dir alles! Kannst du mich tragen? Alleine falle ich um! Die Götter sind gnädig! Du bist ein wahrer Held! Sei ruhig! Kopf runter! Du erholst dich schnell. Nun, sollen wir ein paar Gräber ausrauben? Habe ich etwa einem Verbrecher geholfen? Oh, stimmt ja. Du bist ein Magi. Nein, ich bin kein Verbrecher. Ich bin ein Opportunist. Ah, ich kenne deinesgleichen. Was hast du diesmal ausgegraben? Das haben sicher die Banditen gesehen. Einen Ring von unermesslichem Wert. Und wie du sehen kannst, will jeder ihn haben. Diese Banditen haben mich verschleppt, um ihn zu finden. Ich? Mich interessiert nur sein Wert. Glaubst du, ich wäre gern ein Leichenfledderer? Ja. Komm, folge mir zu meinem Palast. Es ist deine Pflicht, mich zu beschützen, oder? Du hast gesehen, wie gefährlich es hier ist. Wenn's sein muss. Ja, mein persönlicher Magi. Was für ein Glück! Ich dachte, ihr werdet längst alle unter dem Sand der Zeit begraben. Nicht alle. Schließ dich uns an! Wir könnten einen Krieger wie dich gebrauchen. Um dich aus all dem Schlamassel zu holen, in den du dich selbst gebracht hast? Ja, es sind harte Zeiten für uns, weißt du? Banditen sind uns ständig auf den Fersen. Dann verkauf den Ring und hör auf damit. Ich weiß, aber Gizeh ist voller Wunder und Mysterien. Man muss nur genau genug hinsehen. Und die Belohnungen, die Belohnungen... Aha! Das ist mein Palast! Gleich vor uns! Schöner Palast. Nepti! Mein Seni! Ah, warum kommst du nicht und suchst nach mir? Ich saß tagelang in einer Zelle. Scheiße, wo ist der Ring? Schon gut, ganz ruhig. Rashidi hat ihn. Wer ist das? Das ist mein Bruder. Er hilft bei der Suche nach dem Ring. Ist das dein Ernst? Na gut, ja. Wieso nicht? Ich habe Zeit. Ha! Das Glück ist immer auf deiner Seite. Nicht wahr, Ober? Wäre das wahr, hätte ich meinen Ring. Unseren Ring. Ja. Ja. Der Ring ist Millionen von Drachmen wert. Kleopatra wäre die deine, wenn du ihn ihr gibst. Dann suchen wir nach unseren Brüdern. Sie haben den Ring. Es wimmelt nur so von Banditen. Damit fange ich an. Rashidi ging gen Süden, stieß wahrscheinlich auf diese Banditen bei der Sphinx. Der Narr. Rashidi ist in Gefahr. Ich muss ihn aus diesem Lager befreien.
Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Womit habe ich das verdient? Ist da jemand? Hallo? Holt mich hier raus! Sie kommen jeden Moment zurück! Der Ring, den ihr gefunden habt, scheint sehr begehrt zu sein.
Was weißt du über den Ring? Ober und Nepti sagten, dass du Ärger hast. Ich glaube, es wäre besser, wenn ihr dieses Leben aufgebt, hm? Wir könnten, wenn wir den Ring hätten. Warte, hast du ihn etwa nicht? Toho schlug mir ins Gesicht und lief zum Grab des Hämon, um ihn zu verkaufen. Wer ist Toho? Ein Bruder. Ah, natürlich. Ich sehe, ob es ihm gut geht. Geh du zu den anderen. Bei ihnen bist du sicher. Ha, wohl kaum. Ich frage mich, was Toho mir erzählen wird. Oh, her! Whoa. Die Banditen holten ihn ein, aber dann kam Hien. Ist Toho unter den Toten? Wurde gefressen. Die Hyäne hat bestimmt den Ring verschluckt. Das ist absurd. Whoa.
endlich. Der Ring, den Oba, Nepti und Rashidi gesucht haben. Dann beenden wir die Geschichte. Schlechte Neuigkeiten. Ist was mit dem Ring? Ist was mit dem Ring? Ist was mit dem Ring? Turo ist tot. Oh, tragisch. Und der Ring? Ja, sehr bedauerlich. Aber was ist mit dem Ring? Hast du ihn gefunden? Ich habe ihn. Habt ihr mich nicht verstanden? Wegen Turo? Das ist alles deren Schuld. Gib ihn mir! Mein Magi, komm schon! Diese Männer sind undankbar. Der Ring gehört mir! Es ist meiner! Ich mache die ganze Arbeit! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Ich mache mich jetzt auf den Weg, Brüder. Seid ihr nicht traurig? Ein Freund ist tot. In Gizeh stirbt jeden Tag ein Freund. Wo ist der? Scheiße, der Ring!